Der BMI steht in harter Kritik, aber ist in Wahrheit ein extrem verlässlicher Indikator für kardiovaskuläre Gesundheit. Es ist einfach so. Also zu meinen sind die allerwenigsten der Bevölkerung Profisportler. Die allerwenigsten sind Bodybuilder und haben deshalb einen extrem hohen Muskelanteil. Bei den allermeisten Menschen, die schwer sind für ihre Größe, ist es wegen eines massiv erhöhten Körperfettgehaltes. Und selbiger ist ein extrem guter Indikator für das Risiko, an bestimmten Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken und vielerlei andere Erkrankungen sogar. Also leichter sein, kleiner, tieferer Körperfettgehalt bis zu einem gewissen Maß, das doch relativ tief ist, erhöht die Gesundheit ganz massiv. Und das zählt für locker 99% der Bevölkerung. Und darüber hinaus muss man sich dann auch im Klaren sein, dass auch wenn du wegen Muskulatur extrem schwer bist auf eine bestimmte Größe, dass auch das das Risiko erhöht, an bestimmten Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken. Ich bin jetzt gerade noch an der Grenze. Ha? Ich bin 80 Kilogramm so auf so 1,84. Ich bin ganz, ganz leicht über dem BMI. Aber wenn wir jetzt einen Typen nehmen wie Markus Rühl, und dann kann mir kein Mensch ernsthaft erzählen, dass es gesund ist. Das ist nicht gesund. Und da sehen wir einfach, ah, der Typ hat einen BMI von, keine Ahnung, 2000. Und dann ist das nicht gesund. Er hat ein massiv erhöhtes Risiko, weil sein Herz so hart arbeiten muss, um diese ganze Masse zu durchbluten, ob das jetzt Muskeln sind oder Fett. Das ist einfach gefährlicher. Und auch das Ganze, so viel wie er dann essen muss und alles, das ist auch nicht sonderlich gut für den ganzen Verdauungsapparat und so weiter. Und ich denke, jeder Bodybuilder ist sich dessen sehr wohl bewusst, dass es nicht unbedingt der langfristig gesündeste Lifestyle ist, überhaupt so extrem Bodybuilding zu betreiben. In gutem Maße Natural Bodybuilding für eine gute, gesunde Figur ist sicher etwas vom Gesündesten, was man machen kann. Aber ein Markus Rühl wird das nicht machen in der Absicht, möglichst lange und möglichst gesund zu leben. Die haben andere Ziele. Und auch jeder andere Sportler wird seinen Sport und seinen Körper nicht formen mit dem Ziel, möglichst gesund zu sein. Und wenn der Arzt dir sagt, und du bist Linebacker in der NFL, und er sagt dir, hey, du musst halt 70 Kilo abnehmen, dann sagst du, weißt du was, kannst du mir in die Schuhe blasen, Mann. Bin ich lieber ungesund, gehe ich halt ab dieser Welt mit 45, dafür lebe ich diese Jahre als Löwe. Und da muss man eben die bewusste Entscheidung machen. Aber dann kommen halt so Lissotypen, sind 1,60, 150 Kilogramm, 97% Körperfettanteil und sagen einfach, ja, aber weißt du, BMI ist eh Schwachsinn. Verstehst du, was ich meine? Also man muss sich dem stellen, BMI ist ein sehr guter Indikator für kardiovaskuläre Gesundheit mit ganz wenigen Ausnahmen. Deshalb muss man sagen,